Herzlich willkommen zum Seminar Prophetie neu entdecken. Es ist immer wieder interessant, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen und vor allen Dingen mit den Aussagen der Bibel, die mit uns heute, mit unserer heutigen Zeit zu tun haben. Und zwar ist das die Prophetie. Dieses Seminar, ich werde gleich einiges dazu sagen, was das Seminar für Hintergründe hat, was der Zweck dieses Seminars ist, was wir hier durchnehmen wollen und lernen können. Und es wird immer Mittwochsabend sein, 19 Uhr. Und dieses Seminar wird auch aufgenommen auf Video. Es wird im Internet zu sehen sein und auch auf DVD käuflich zu erwerben sein. Da dieses Seminar auch über die Bibel geht, möchte ich gerne Sie einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Großer Gott, wir beten dich an, wir loben und wir preisen dich. Wir danken dir, dass du der Herr bist, dass du der Schöpfer bist und dass wir jetzt heute Abend zusammenkommen können, um in deinem Wort zu lesen und von dir zu lernen. Wir bitten dich, dass du unser Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass es auch unser Leben beeinflusst. Hab dir Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Heute ist der erste Abend der Reihe Prophetie neu entdecken und das Thema heute Abend lautet Daniel 2, die Weltgeschichte vorausgesagt. Finde Vertrauen in die Zukunft. Es werden insgesamt 15 Themen sein. Auf diesem Flyer haben wir die ersten 2, 4, 6, 8 Flyer, die ersten 8 Abende mit drauf. Und es wird aber dann im Anschluss, wenn die Themen, die hier hätten, alle durch sind, noch mittwochsabends weitergehen, bis es denn ja, die 15 Abende fertig sind. Ich darf noch darauf hinweisen, wir haben auch hinten am Ausgang so Kataloge liegen, da darf sich gerne jeder, der möchte, bedienen, kostenlos. Da sind noch verschiedene DVDs, CDs, MP3s und Audio-CDs und auch Ordner drinnen. Die kann man auch gerne bestellen, beziehungsweise auch, werde ich das nächste Mal einige mitbringen und auch käuflich erwerben. Das sind alles verschiedene andere Seminare über Prophetie und über ähnliche Themen von mir oder auch von einigen von anderen Sprechern. Und auch dieses Seminar, wie gesagt, Prophetie neu entdecken, wird auch dann auf DVD zu bekommen sein. Ja, was ist das Ziel dieses Seminars? Natürlich, wir wollen zuerst einmal die Prophezeiungen der Bibel studieren und kennenlernen. Das heißt ja auch Prophetie neu entdecken. Ich habe festgestellt, dass es viele Christen gibt, die die Bibel schon recht gut kennen. Und wenn man das erste Mal die Bibel liest, ist es ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber je öfter man drin liest, je besser man sie auskennt, je mehr man kennt, desto mehr kann man auch die Zusammenhänge erkennen und auch verstehen. Aber viele Christen kennen denn die Bibel, aber die Prophetie. Wenn sie zum Daniel kommen, zur Offenbarung kommen, dann ist das für sie wie ein Buch mit 7 Siegeln, wie man so schön sagt. Und sie verstehen nichts. Aber wir wollen heute Abend und auch im ganzen Seminar entdecken, dass die Prophetie zu verstehen ist. Es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Man muss nur einige Prinzipien beachten und dann ist es gar nicht so schwierig. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen des Weltgeschehens werfen. Wenn man in die Geschichte zurückblickt oder auch in die heutige politische und wirtschaftliche Situation hineinschaut, dann sehen wir, dass manche Dinge ablaufen und manches läuft im Hintergrund ab, was man erst im Nachhinein manchmal mitbekommt, was dann so gewesen ist. Und die Prophetie zeigt uns, welche Kräfte, welche Mächte wirken in unserer Welt, was hinter den Kulissen geschieht, in der göttlichen Atmosphäre und welche Auswirkungen das auf unsere Erde hier auf uns hat. Dieses Seminar soll dadurch, dass wir Gottes Wort und die Prophetie kennenlernen, unser Vertrauen zur Bibel, zu Gottes Wort vertiefen. Wir werden gleich noch darüber sprechen, dass die Prophetie ein ganz wichtiger Anker ist, dass wir der Bibel glauben können, dass sie vertrauenswürdig ist. Dass wir Jesus Christus besser kennenlernen. Denn in der Offenbarung 1, Vers 1 steht, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Wenn wir die Prophetie studieren und irgendwelche Tiere und andere Symbole und Hörner auslegen,
Da gehen wir am Eigentlichen vorbei, wenn wir Jesus Christus aus den Augen verlieren. Deswegen soll immer wieder Jesus Christus und die Erlösung, die wir durch ihn haben, im Mittelpunkt stehen und immer wieder in der Prophetie durchleuchten. Es soll auf unser Leben Auswirkungen haben. Wenn wir am Ende vom Seminar mehr Wissen haben, ist das gut. Aber wenn es dabei bleibt, ist es schlecht. Es geht darum, dass das, was wir kennenlernen, dass wir Gott besser kennenlernen, dass das unser Leben beeinflusst. Denn wenn wir mit Gott in Kontakt kommen, dann wird unser Leben sich verändern. Deswegen, wenn wir die Bibel aufschlagen und lesen, dann kann der Heilige Geist durch sein Wort an unseren Herzen wirken und uns verändern, dass wir Jesus ähnlich werden. Den großen Kampf aufzudecken. Die meisten Bücher der Bibel zeigen nur auf, was Menschen mit Gott erlebt haben. Aber in Daniel der Offenbarung wird uns gezeigt, der große Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan. Der damals angefangen hat, schon im Himmel, auf der Erde weiterging, seit dem Sündenfall und seit 6000 Jahren auf dieser Erde tobt. Und die Prophetie zeigt uns diesen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, Gott und Satan. Und natürlich auch zukünftige Dinge offenbaren. Wir wüssten nicht gern, was die Zukunft bringt. Also ich bin überzeugt, wenn unsere Politiker einen Blick in die Zukunft nehmen könnten, die wären sehr daran interessiert, so zu wissen, wo im Vierteljahr so der Aktienkurs steht und wo der Goldpreis steht und wie die Schuldensituation aussieht und all die ganzen Dinge. Denn wenn wir wüssten, was die Zukunft bringt, dann könnten wir uns entsprechend darauf einstellen. Und dann kann man erstens reich werden, aber zweitens, viel wichtiger ist, man könnte richtige Entscheidungen treffen. Sowohl politische als auch wirtschaftliche, aber auch persönliche für unser Leben. Und die Prophetie der Bibel offenbart uns die Zukunft. Aber vielleicht kann man schon dazu sagen, wenn wir uns Dinge anschauen, auch heute Abend, die Vergangenheit sind, kann man das ziemlich genau zuordnen. Sagen, das hat die Bedeutung und das hat sich hier erfüllt. Wenn es um zukünftige Dinge geht, dann muss man ein bisschen vorsichtig sein. Es gab schon viele Ausleger, die haben hier und dort gesagt, das passiert dann und war nichts. Sie haben falsch ausgelegt. Und dann wird man unglaubwürdig. Deswegen muss man, wenn man in die zukünftigen Ereignisse hingeht, man kann genau sagen in der Prophetie, das ist schon passiert, hier stehen wir jetzt und das kommt noch. Und bei den kommenden Ereignissen, bei den kommenden Dingen, da kann man, muss man immer sagen, naja, okay, hier haben wir gewisse Prinzipien in der Bibel aufgezeigt und die werden kommen, aber wie das im Einzelnen kommt, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Natürlich gibt es auch andere Mächte, andere Menschen, die Zukunft vorausgesagt haben, Nostradamus oder der Maya-Kalender oder wie auch immer, wo man 2012 das Ende der Welt erwartet. Aber das sind alles Dinge, die nicht so Hand und Fuß haben. Ich habe mich mal ein bisschen mit dem Nostradamus beschäftigt und festgestellt, dass die Voraussagen von Nostradamus so diffus sind, dass man da alles und nichts draus lesen kann. Und mehr die Ausleger sagen irgendwas, was dann passiert sein soll. Aber ich habe noch nie jemanden erlebt von den Auslegern, von Nostradamus, der gesagt hat, Nostradamus sagt das und das und das wird passieren und das ist auch passiert. Es gibt höchstens, dass sie sagen, naja, 11. September zum Beispiel, da ist was passiert und im Nachhinein sagen sie, ja, das hat Nostradamus ja auch schon gesagt, hier und da und da. Aber das war eben so hingedreht, dass man im Prinzip alles hindrehen kann. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein... Doch, ich habe erlebt. Ich habe einige Bücher gelesen von Nostradamus, Auslegern. Die haben vorausgesagt, was Nostradamus gesagt hat und auch für die Zukunft aus den 70er und 80er Jahren. Und die haben die nächsten 30 Jahre vorausgesagt. Und alles, was sie gesagt haben, komplett alles, ist nicht eingetroffen bis jetzt. Also das ist überhaupt nicht stichhaltig. Wenn Sie möchten, könnte ich Ihnen da seitenweise Zitate bringen von dem, was die alles gesagt haben, diese Leute. Gut, aber ich bin überzeugt, die Prophetie der Bibel, die hat Aussagen von damals aus gesehen in der Zukunft, die sich erfüllt haben, die sich erfüllen in unserer Zeit und noch erfüllen werden. Ja, die Prophetie ist ja ein Teil der Bibel. Ich möchte, bevor wir in Daniel 2 nachher einsteigen, möchte ich kurz über den Bereich mit Ihnen nachdenken. Warum kann ich der Bibel vertrauen? Warum glaube ich, dass die Bibel Gottes Wort ist? Es gibt auch andere heilige Bücher. Und ich habe gerade gestern, ja, Nachmittag war es, mit jemandem telefoniert. Da rief mich jemand an und sagte, ja, er hätte meine Videos gesehen und er hatte ein paar Fragen gehabt. Und dann fragte er, woher weiß ich, dass die Bibel Gottes Wort ist?
Wie kann es sein, dass das Menschen geschrieben haben und wir behaupten, das ist Gottes Wort? Das ist eine wichtige Frage. Denn wenn die Bibel Gottes Wort ist, also von Gott irgendwo in irgendeiner Form eingegeben ist, ein Buch an uns, dann hat das Wichtigkeit, Bedeutung. Ja, sogar die grundlegende Bedeutung, was Gott uns an Informationen gibt. Wenn es aber nicht von Gott sein sollte und wir folgen der Bibel, dann sind wir alle auf dem Holzweg. Also ist die Frage, ob die Bibel vertrauenswürdig ist oder nicht, die Grundfrage auf unser ganzes Seminar. Wenn sie nicht Gottes Wort wäre, könnten wir zumachen und das Seminar beenden. Aber ich glaube, es ist Gottes Wort. Warum? Erstens, die Archäologie zeigt es. Archäologie bedeutet, dass man alte Reiche und Städte der Bibel ausgegraben hat. Dass man gefunden hat, dass es die Reiche wirklich gibt und dass die Überlieferung der Bibel und auch die Städte, die hier beschrieben sind, dass sie wirklich existiert haben. Es gab manchmal schon Kritiker, die sagten, ja, Sodom und Gomorra hat es nie gegeben, denn wir finden keinem Zeugnis außerhalb der Bibel in irgendwelchen Schriftstücken die Städte beschrieben. Bis man irgendwo in Ebla Schriftstücke fand, wo Sodom und Gomorra drauf stand. Und schon mussten die Kritiker sagen, naja, stimmt doch, hat es doch gegeben. Das heißt, die Bibel ist zuverlässig in dem, was sie sagt. Was wurde ausgegraben? Verschiedene Dinge, zum Beispiel Inschriften, Papyri oder auch Siegel und Tontafeln. Jede Menge verschiedene Dinge, die ja, man irgendwo aus dem Wüstensand und aus der Erde dort, gerade in Palästina und in der Umgebung und um Babylon gefunden hat. Zum Beispiel, ganz entscheidend waren 1975, was man da bei Ebla entdeckt hat. Da hat man 20.000 Tafeln, so wie man hier auf dem Bild, auf dem unteren Bild da sieht, so in der Erde gefunden. Und auf diesen Tafeln waren Keilschriften drauf und da waren jede Menge Informationen drauf. Und diese Keilschriften und diese Tafeln waren aus der Zeit Abrahams, also ungefähr 1800 vor Christus. Müssen Sie sich mal vorstellen, Sie buddeln in der Erde und finden dann Tontafeln, die vor 3800 Jahren geschrieben worden sind und seitdem in der Erde liegen. Und sie gucken die an und sie entziffern das vielleicht, wenn man viel Zeit darin verwendet und man findet, dass das genau übereinstimmt mit dem, was in unserer Bibel dran steht. Fantastisch. Und man konnte dann auch zeigen, dass damals Abraham und seine Zeitgenossen schon schreiben konnten und dass auch die Orte der Bibel wirklich es gegeben hat, die Überlieferung zuverlässig war. Ein noch wichtigerer Fund waren die Höhlen von Qumran. 1948, in diesen Höhlen, die man hier sieht auf dem Bild, hat ein Hirtenjunge Tonkrüge gefunden. Und in diesen Tonkrügen waren Fragmente von verschiedenen biblischen Büchern. Zum Beispiel die Jesaja-Rolle war komplett erhalten in seinem Tonkrug drin. Und das stammt ungefähr aus der Zeit, aus dem 2., 3. Jahrhundert. Aber haben die Essener das versteckt. Die Schriften waren noch älter. Teilweise waren die Schriften noch aus der Zeit vor Christus hergestellt worden. Und das hat man natürlich überlegt und geschaut, stimmen jetzt diese Dinge, die hier draufstehen, diese hebräische Schrift, dieser Original Jesaja, der ganz Originale war es nicht, aber diese alte Jesaja mit dem, was wir heute haben, überein. Und siehe da, 95% war identisch. Und die 5%, die nicht identisch waren, waren nur Schreibformabweichungen, keine inhaltlichen Abweichungen. Das heißt, man kann dadurch zeigen, dass die Bibel ganz genau, wie sie damals geschrieben worden ist, bis heute überliefert worden ist. Wenn man andere Schriftstücke hat aus dem Altertum, ist es so, dass ungefähr 20 bis 30 verschiedene Abschriften oder Tafeln oder Papyri sehr gut belegen, dass das gewesen ist. Von der Bibel haben wir nicht nur 20 oder 30, von der Bibel haben wir über 30.000 Minuskeln, Majuskeln und Papyri und verschiedene Papierstücke, wo Teile der Bibel oder die ganze Bibel von der damaligen Zeit enthalten ist. Von daher ist die Bibel das bestüberlieferte Buch aus dem Altertum. Der Spaten bestätigt die Bibel. Ein weiterer Grund, warum ich der Bibel vertrauen kann, ist die Entstehung der Bibel. Wenn jemand ganz allein ein Buch schreibt, dann wird das, was er sich ausdenkt und schreibt, auch in sich stimmig sein und auch passen. Hier haben wir aber bei der Bibel eine Entstehung, die außergewöhnlich ist. Über 1500 Jahre hindurch haben die Menschen an der Bibel geschrieben. Der erste war Mose, 1400 vor Christus, oder auch Hiob. Und der letzte war Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, ungefähr 1500 Jahre hindurch.
Über 40 verschiedene Schreiber haben geschrieben. Wir wissen gar nicht, wie viele, weil manche Chroniken von verschiedenen Schreibern hintereinander geschrieben worden ist. Aber mindestens 40 verschiedene waren es, die da an die Bibel geschrieben haben. Sie hatten verschiedene Berufe gehabt. Zum Beispiel Fischer, Arzt, Wissenschaftler, Hirte, Zöllner, Staatsmann, König. Also hohe und niedrige Berufe. Uns auch an verschiedenen Orten und Umstätten haben sie geschrieben. Zum Beispiel in der Wüste, im Gefängnis, auf dem Berg, im Palast, auf der Reise, im Exil, auf der Insel, in verschiedenen Umständen. Uns auf drei verschiedenen Kontinenten ist die Bibel geschrieben worden. In Asien, Afrika und Europa. Und auf drei verschiedenen Sprachen. Im Alten Testament Hebräisch und Aramäisch, im Neuen Testament auf Griechisch. Und außerdem ist die Bibel ein Sammelwerk von 66 Büchern. Ist eigentlich eine Bibliothek. Und das Wort Bibel heißt eigentlich von der Grundbedeutung her das Buch. Eigentlich das Buch der Bücher. Im Alten Testament haben wir 39 und im Neuen Testament 27 Bücher. Und wenn man sich das anschaut, dass so viele verschiedene Schreiber geschrieben haben, über so viele verschiedene Zeiträume, und trotzdem eine Einheit in der Bibel zu finden ist, ist das menschlich gesehen eigentlich unmöglich. Stellen Sie sich vor, man würde heute 5 Wissenschaftler ein Thema geben, die alle aus Deutschland kommen, die alle Deutsch sprechen, die gleiche Kultur, die gleiche Zeit. Und sie sollten schreiben, wie wir die Finanzkrise und die Schuldenkrise überwinden können. Würde ihr Geschriebenes genau übereinstimmen? Nein. Jeder hat einen anderen Ansatz. Eine sagt, wir müssen die Steuern erhöhen, damit die Schulden weniger werden. Die andere sagt, nein, wir müssen mehr Geld in die Wirtschaft reinpumpen, damit die Wirtschaft wieder wachsen kann. Jeder hat einen anderen Ansatz, wie wir rauskommen. Aber wenn schon aus der gleichen Zeit, von der gleichen Kultur, von der gleichen Sprache, verschiedene Wissenschaftler, verschieden denken über umstrittene Themen. Wie kommt es in der Bibel, wo wir verschiedene Sprachen haben, über verschiedene Kulturen, in verschiedenen Zeitaltern und wir haben Dutzende umstrittener Themen und trotzdem kein Widerspruch, eine Einheit. Wir haben umstrittene Themen wie zum Beispiel, wer ist Gott, was ist der Mensch, wo kommt der Mensch her, wie finden wir Lösungen, was passiert, wenn der Mensch stirbt. Das sind alles Fragen, die der Mensch von sich aus nicht weiß. Und eine Einheit in der Bibel. Das ist fantastisch. Das heißt, diese außergewöhnliche Harmonie und diese Einheit der Bibel kann man nur erklären, dass da jemand drüber war, der eigentlich die Bibel inspiriert hat, der den Menschen es eingegeben hat, was sie schreiben sollten. Stellen Sie sich vor, da haben Sie ein Orchester mit 66 Musikern und sie haben noch nie miteinander gespielt, die kennen sich nicht. Und man gibt ihnen ein Notenblatt und sie setzen sich hin, wie hier auf diesem Bild, und sie fangen an zu spielen und es klingt alles vollkommen harmonisch. Worauf lässt das zurückschließen? Natürlich, dass sie gut spielen können müssen. Ja? Wer nicht spielen kann, der kann auch nicht harmonisch klingen. Dann. Aber das heißt, wenn eine Harmonie da ist und sie haben das noch nie gespielt, das Stück, und sie haben noch nie miteinander gespielt, dann heißt das, es muss ein Dirigent da sein, der das Ganze richtig ordnet und ja, übergeordnet das Ganze dirigiert. Und so ist es auch mit der Bibel. Das Gleiche haben wir mit der Bibel. Gott ist der Dirigent, der im Hintergrund da ist, der den Menschen, die das geschrieben haben, natürlich haben das Menschen geschrieben, aber der den Menschen das eingegeben hat, was sie schreiben sollen. Das Dritte ist die voraussagende Bibel. Und da sind wir beim Thema von heute Abend schon. Es gibt kein anderes heiliges Buch, das von sich behauptet, von Gott inspiriert zu sein, was so große und so lange und so eindeutige und so deutlich erfüllte Voraussagen hat wie die Bibel. Es ist fantastisch, wenn man sich die Voraussagen der Bibel anschaut. Im Jesaja 46, Vers 10 heißt es nach der Hoffnung für alle Übersetzung: Ich habe von Anfang an vorausgesagt, was geschehen wird. Lange im Voraus kündige ich die ferne Zukunft an. Das hat Gott hier gesagt. Gott sagt, bevor es geschieht, sage ich euch, was passiert. Gott kann die Zukunft voraussagen. Warum? Gott weiß die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Woher kennt er die Zukunft? Wenn Gott wirklich Gott ist, dann ist er ein allmächtiger, allwissender, allgegenwärtiger, zeitloser Gott. Er steht über dem Menschen. Und wenn Gott zeitlos ist, heißt das, dass er in der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft gleichzeitig lebt. Dass er schon in der Zukunft lebt und schon weiß, was kommen wird. Er ist allwissend, er weiß schon, was kommen wird. Satan weiß
nicht, was kommen wird. Er kann sie das vorausahnen. Und genauso wie wir Menschen auch vorausahnen können. Ich kann Ihnen schon sagen, was nächste Woche passieren wird. Nächste Woche werden die Amerikaner immer noch so viele Schulden haben, wie sie diese Woche hatten. Es sei denn, sie machen zwischendurch einen Crash oder irgendwas anderes. Aber wir können schon manche Dinge vorausahnen und vorausberechnen und voraussagen in dem Sinne. Aber nur Gott allein weiß, was kommt. Und manchmal macht Satan auch, dass er manches voraussagen lässt, über irgendwelche spiritistischen oder anderen oder mystischen Seher. Und dann versucht er das, was er vorausgesagt hat, selbst eintreffen zu lassen. Und hat manchmal auch ein bisschen Glück dabei. Aber die Trefferquote ist nicht allzu hoch. Gott weiß die Zukunft und er kann sie voraussagen. Und was Gott sagt, trifft immer ein. Und auch ganz genau. Und alles. Und auch in den Einzelheiten. Weil Gott es weiß. Die Prophezeiungen stärken unser Vertrauen in die Bibel. Wir wissen, die Bibel ist von Gott inspiriert. Wir glauben es. Zum Beispiel zwei Voraussagen, die im Alten Testament vorausgesagt worden sind und über 1000 Jahre später sich erfüllt haben. Eine Voraussage ist der Geburtsort Jesu. Bei vielen Voraussagen könnte man ja sagen, naja, Jesus hat ja selber versucht, die Voraussagen, die über ihn gemacht worden sind, selbst eintreffen zu lassen. Aber das mag vielleicht in einem anderen Fall möglich gewesen sein, aber sein eigener Geburtsort kann sich niemand aussuchen. Und schon einige Jahrhunderte vorher, vor seiner Geburt, hat Micha vorausgesagt in Micha 5, Vers 1, dass der verheißene Messias in Bethlehem in Ephrata geboren werden sollte. Und wo ist Jesus geboren worden? In Matthäus Kapitel 2, Vers 1 heißt es, als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa. Und das Interessante war noch folgendermaßen, Maria und Josef wohnten ja eigentlich in Nazareth. Aber kurz vor der Geburt sind sie ja nach Bethlehem gezogen, wegen dieser Volkszählung von Kaiser Augustus. Und dann gerade in der Nacht, wo sie angekommen sind in Bethlehem, ist Jesus geboren worden. Es hat sich also genau erfüllt, was Gott vorausgesagt hat. Oder auch der Verrat von einem Freund, von Judas. Im Alten Testament, im Psalm 41, Vers 10 heißt es, auch mein Freund, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Wir kennen die Geschichte und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin, dass er ihn an sie verriete. Dass Judas Iskariot, einer seiner 12 engsten Mitarbeiter und Jünger, Jesus verraten hat. Wir finden hunderte von Voraussagen im Alten Testament auf den Messias. Aber noch deutlicher und noch besser sind für mich die Voraussagen, wo die ganze Weltgeschichte vorausgesagt wird. Und das machen wir nachher. Im zweiten Teil unseres heutigen Abends, wenn wir über Daniel 2 nachdenken, uns das anschauen, wie Gott hier die ganze Weltgeschichte vom alten Babylon bis heute vorausgesagt hat. Es gibt einen allwissenden Gott, der weiß, was geschieht, was kommen wird. Und für mich ist die Prophetie der stärkste Beweis der Göttlichkeit der Bibel. Weil alles andere kann man auch irgendwo diskutieren und das sind nur Hinweise darauf. Aber die Prophetie ist für mich objektiv nachweisbar. Man kann ein Geschichtsbuch holen und sie das daneben legen und vergleichen. Der vierte Punkt, warum die Bibel für mich glaubwürdig ist, das Selbstzeugnis der Bibel. Sie sagt es selber. Und zwar, wir finden zwei Aussagen in 2. Timotheus 3, Vers 16 nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Die Bibel sagt selber von sich, dass sie zwar von Menschen geschrieben wurde, aber vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes eingegeben wurde. Zweiten Text, 2. Petrus 1, Vers 21. Getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen Gottes geredet. Das heißt, wir glauben nicht, dass Gott dem Menschen jedes Wort diktiert hat. Es gibt einige Stellen in der Bibel, die sind Wort für Wort diktiert. Zum Beispiel die 10 Gebote. Die sind sogar von Gott selbst mit eigener Hand aufgeschrieben. Aber die anderen Dinge, haben die Menschen mit eigenen Gedanken überlegt, aber Gott hat ihre Gedanken geführt. Und so geführt, dass sie das geschrieben haben, was Gott wollte, sodass das Ergebnis, die Bibel, Gottes Wort ist. Gott ist der Urheber der Bibel. Und der fünfte und letzte Punkt, warum ich der Bibel vertraue, ist die verändernde Kraft der Bibel. Das können wir selber erleben. Das können wir auch erleben, wenn wir sehen, wie Menschen anfangen, die Bibel zu lesen.
Die Bibel zeigt uns, dass wir eine persönliche Beziehung zu Gott haben können. Dass Gott nicht ein ferner Gott ist, der sich von uns Menschen distanziert, sondern dass wir mit diesem allmächtigen, großen, heiligen, allwissenden Gott in Beziehung treten können, dass wir mit ihm reden können, dass wir zu ihm reden und er zu uns reden kann, dass wir in Kommunikation stehen können. Und dass wir dadurch, durch die Kommunikation mit Gott, ihm ähnlich werden. Dass wir verändert werden, positiv verändert werden. Wir werden verändert in sein Ebenbild. Und das ist nur durch Vergebung möglich. Das Hauptproblem, was heute in der Gesellschaft da ist, ist die Frage der Schuld. Was machen wir, wenn Schuld auftritt? Und manche Psychotherapeuten versuchen, die Schuld wegzudiskutieren und wegzuanalysieren und irgendwo hervorzuholen, was in der Vergangenheit für Schuld gewesen ist. Aber selbst wenn man sie hervorholt, was macht man dann damit? Es gibt nur eine Möglichkeit, um Schuld zu beseitigen, nämlich ist die Vergebung. Schuld zu vergeben, dass wir uns untereinander vergeben, aber auch, dass Gott uns vergibt. Und Gott kann uns nur vergeben, wenn er auch die Schuld sühnt. Und das hat Jesus getan am Kreuz, dass er für uns gestorben ist und dass er uns anbietet, dass sein Tod am Kreuz, wo er die Schuld unserer Sünde getragen hat, dass er das für uns einsetzt, dass wir unsere Sünde bekennen können und dann sagt er, dann vergibt er uns unsere Schuld. Und wenn wir Vergebung unserer Schuld haben, dann können wir auch neu anfangen. Dann können wir auch ein besseres Leben führen. Wir können nicht ein besseres Leben führen, ohne dass Gott die Vergangenheit reinwäscht. Ein neuer Start. Deswegen, Schuld kann nur durch Vergebung überwunden werden. Und das ist ein Angebot, was Gott uns macht, was Gott uns zeigt. Und ich habe immer wieder erlebt, wie Menschen verändert wurden und verändert werden dadurch. Ich denke da an einen Hooligan. Das war einer der ärgsten Fußball-Rowdies in England, teilweise auch von Hannover 96 gewesen. Und der kam dann immer weiter auf die schiefe Bahn, kam dann in Alkohol, in Drogen und in anderen möglichen Dinge rein und landete auf der Straße. Und dann fing er an, die Bibel zu lesen, kam mit uns in Kontakt. Und das Lesen der Bibel hat diesen Menschen komplett verändert. Wenn man ihn heute sieht, glaubt man nicht, dass er mal so einer gewesen ist. Er hat eine Erfüllung im Leben gefunden, Freude im Leben gefunden, ein Ziel und Sinn im Leben gefunden. Er hat eine junge Frau gefunden, sie haben geheiratet und er führt ein erfülltes, glückliches Leben. Ich denke an jemand anders, der Drogendealer war, in Verbindung mit der russischen Mafia, aufsteigen wollte, nicht aufsteigen konnte, weil sie ihn bedroht haben, der dann geschnappt worden ist, der als Kronzeuge denn aufgetreten ist und die ganze russische Mafia-Bande hinter Gitter gebracht hat, seine Identität sogar wechseln musste. Und er hat auch die Bibel gelesen. Er hat angefangen, das Buch zu lesen. Und sein Leben hat sich verändert. Es ist fantastisch, wie Gott das Herzen, das Leben von Menschen verändern kann, was wir selber nicht können. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Gott möchte uns erfülltes, ein glückliches, ein schönes Leben schenken. In Johannes 20, Vers 31 heißt es nach der Hoffnung für alle Übersetzung, aber die hier aufgezeigten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und ihr durch den Glauben an ihn das ewige Leben habt. Das haben wir aufgeschrieben und wenn Sie es nicht ganz sicher sind, mache ich Ihnen einen Vorschlag. Fangen Sie an zu lesen. Lesen Sie einfach. Versuchen Sie nicht, andere Literatur über die Bibel zu lesen oder andere Freunde zu fragen über die Bibel oder irgendwelche Skeptiker über die Bibel zu fragen, sondern lesen Sie selbst. Schlagen Sie die Bibel auf. Am besten fangen Sie an bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die Evangelien und lesen Sie. Und dann warten Sie ab, was passiert. Ich kann Ihnen garantieren, das Lesen der Bibel wird Ihr Leben verändern. Gut, wie kann ich die Bibel lesen? Ach, hier noch ein Punkt hier von der verändernden Kraft der Bibel. Das heißt, die ganze Bibel ist inspiriert und von Gott. Wie kann ich die Bibel lesen? Wie kann ich da Gewinn davon haben? Der Grundsatz lautet, die Bibel ist Gottes Wort. Und das bedeutet, dass wir den Text mehrmals lesen sollten, sorgfältig lesen sollten, auf jedes Wort achten sollten, dass wir verschiedene Übersetzungen lesen. Ich empfehle meistens die Luther 84 Übersetzung. Man kann auch, um das besser zu verstehen, Hoffnung für alle mal nehmen. Um noch genauer den Text lesen zu können, sind die Übersetzungen gut, zum Beispiel
Elberfelder Bibel oder auch Schlachter 2000. Die sind sehr gut und sehr genau von der Übersetzung her. Deswegen verschiedene Übersetzungen sind ganz gut. Und beachte den Textzusammenhang. Es gibt manche Spezialisten, die Text aus dem Zusammenhang rausreißen und dann dem Text eine Bedeutung geben, die gar nicht im Zusammenhang gemeint war. Deswegen, man muss immer gucken, was steht davor, was steht danach, um auch das richtig zu verstehen. Und ein Grundsatz, der ist ganz wichtig, die Bibel legt sich selber aus. Es gibt so viele verschiedene Ansichten über die Bibel und auch so verschiedene Auslegungen der Prophetie. Ich habe schon manche gehört, die haben gesagt, naja, wenn sich schon die Experten nicht einig sind, was die Prophetie bedeutet, was soll ich als Laie denn erst darüber sagen? Leider ist das auch so. Die meisten Experten sind sich nicht einig in der Auslegung. Aber warum nicht? Weil die meisten oder viele Ausleger selber ihre Ideen da hineinlegen und sagen, naja, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten, und dann ihre eigenen Ideen versuchen, da zu verwirklichen und da hineinzudeuten. Aber der Grundsatz lautet, die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, wir müssen Textstellen finden, die das, was wir jetzt gelesen haben, erklären. Und das Prinzip ist ganz einfach. Wenn wir eine Textstelle gefunden haben, die schwer zu verstehen ist, müssen wir sie erklären mit Textstellen, die woanders stehen und leicht zu verstehen sind. Es gibt genügend leicht zu verstehende Texte. Und wenn ich den Text trotzdem nicht verstehe, den schwierigen Text, dann kann ich ihn erstmal zur Seite stellen und irgendwann wird Gott mir die Bedeutung des Textes zeigen. Denn der Heilige Geist wird uns daran führen, den Text zu verstehen. Das heißt, beachte den historischen Hintergrund, Kontext. Was ist damals passiert? In welchem Kontext ist das geschrieben worden? Und lies Paralleltexte. Schau in anderen Texten nach, wo etwas beschrieben steht. Und noch wichtiger ist das für die Prophetie. Wenn ich Prophetie verstehen will, heißt das, wenn ich ein Symbol irgendwo beschrieben habe, zum Beispiel, was wir nächste Woche anschauen werden, ein Tier, dann müssen wir irgendwann einen Bibeltext haben, wo drin steht, ein Tier bedeutet das und das. Und dann ist das der Schlüssel, um den Text zu verstehen. Und von daher, ohne einen Text, der das Symbol erklärt, sollten wir niemanden glauben, der irgendwas in der Prophetie uns versuchen will, auszulegen. Er wird garantiert daneben liegen. Nur, es steht geschrieben, ein Bibeltext, der das erklärt, kann uns dabei helfen und dazu führen, Prophetie richtig auszulegen. Die Bibel legt sich selber aus. Und dann sind schon 99% aller Ausleger der Prophetie auf dem falschen Weg, weil sie dieses Prinzip meistens nicht anwenden. Sie haben eine gewisse Brille, mit der sie die Prophetie lesen, und damit sind sie schon irgendwo auf dem falschen Weg. Uns lies nicht deine Meinung in den Text hinein, was ich gerade sagte. Nicht unsere Denkungsweise, nicht unsere Auslegung, nicht unsere Dinge, die wir denken, die heute sich erfüllen müssten und die da drinstehen müssten, da hineinlesen und hineindrücken, sondern andersrum den Text lesen und dann den Text in der Bibel Erklärung dazu finden. Und das Wichtigste, das Letzte ist, wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Und deswegen sollten wir beten, bevor wir die Bibel aufschlagen und lesen. Deswegen haben wir auch am Anfang heute gebetet, dass der Heilige Geist uns zeigt, unser Verstand führt, dass wir das, was wir hier lesen, richtig verstehen. Und das sollten wir jedes Mal tun, wenn wir zu Hause die Bibel lesen oder sonst im Gottesdienst, im Hauskreis oder wo auch immer, dass wir vorher den Heiligen Geist bitten, dass wir sein Wort richtig verstehen. Gut, soweit der Vorrede. Über die Art, wie wir die Bibel lesen können, wie wir die Prophetie verstehen können, was Prophetie bedeutet. Ich hatte vorhin gesagt, dass die Prophetie für mich das stärkste Argument ist, warum ich der Bibel vertraue. Und jetzt möchte ich für mich die einfachste Prophezeiung mit Ihnen studieren. Wir werden an jedem Abend eine weitere Prophezeiung durchgehen. Und ich kann Ihnen schon mal versprechen, jede weitere Prophezeiung wird ein bisschen schwieriger und ein bisschen umfangreicher. Und deswegen fangen wir heute mit der einfachsten an. Und die finden wir in Daniel Kapitel 2. Daniel Kapitel 2. Und zwar, hier finden wir eine Geschichte von dem alten Reich Babylon aus dem 5. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Eigentlich ist das das neue babylonische Reich. Das alte babylonische Reich war schon noch früher von Nimrod, aber das neue babylonische Reich war das Reich von Nebukadnezar. Er war der erste große König, der Babylon groß gemacht hat. Er lebte vor 2500 Jahren, und auch die Weissagungen, die Prophezeiungen, die denn geschrieben sind in Daniel 2, sind schon so alt, weil der Daniel zu seiner Zeit auch zu seinen Lebzeiten lebte und diese Dinge aufgeschrieben hat.
Und das Interessante ist, dass diese Weissagung von Daniel 2 sich bis heute genau erfüllt hat. Ich muss immer wieder sagen, wenn ich mit Menschen über dieses Kapitel rede, die das noch nie vorher gelesen haben, dann sind die so begeistert davon und sagen, das gibt's ja gar nicht, dass sowas in der Bibel drin steht. Ja. Ich weiß noch, wir waren da mal unterwegs gewesen auf der Straße, haben mit Leuten gesprochen und dann kam ein junger Mann, der mit zu unserem Hauskreis dann kam. Das war ein Bäckerlehrling. Und wir haben zusammen das Kapitel studiert, was wir jetzt heute Abend studieren werden. Und seine Reaktion am Ende dieses Studiums werde ich bis heute nicht vergessen. Er sagte, sowas habe ich ja noch nie gesehen, dass die ganze Weltgeschichte vorher vorausgesagt worden ist. Und er sagte, es müsste die ganze Welt wissen. Warum weiß das denn keiner? Warum sagen wir das denn nicht der ganzen Welt, dass hier das vorausgesagt worden ist? Denn sowas ist menschlich nicht möglich. Wir sollten es der ganzen Welt sagen, was hier drin steht. Dass Gott weiß, was kommt und was noch kommen wird. Hier nochmal ganz kurz zusammengefasst, was Prophetie bedeutet. Prophetie bezeugt, es gibt einen allmächtigen, allwissenden Gott. Die Prophetie bezeugt, die Bibel ist Gottes Wort, nicht ein anderes Buch. Die Prophetie erklärt die Vergangenheit und sagt die Zukunft voraus. Die Prophetie enthüllt den Plan unseres Schöpfers, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und am Ende wird sein Plan in Erfüllung gehen, ist egal, was Menschen machen. Uns, die Prophetie, gibt uns Vertrauen in die Fürsorge Gottes. Wenn Gott schon alles weiß und auch dafür sorgt, dass die ganze Weltgeschichte irgendwo im Endeffekt das richtige Ende haben wird, dann kann er und wird er auch für mein Leben sorgen. Wir lesen Daniel 2. Daniel Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. Seite 842, wenn Sie eine Bibel dabei haben, können Sie gerne mit aufschlagen. Daniel Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt, und ich wollte gerne wissen, was es mit dem Traum gewesen ist. Da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Also hier mal eine Geschichte. Diese Prophezeiung ist in diese Geschichte eingebettet. Der König Nebukadnezar war damals ein junger König und er hatte Babylon groß gemacht. Er hatte verschiedene Mächte besiegt. Er hat Ägypten besiegt, er hat Assyrien besiegt und er hat Jerusalem eingenommen und erobert. Es waren alles Weltmächte gewesen. Ägypten war damals eine Weltmacht, Assyrien. Jerusalem war die Stadt, die sonst noch nie vorher anderen tributpflichtig war. Sie waren immer unabhängig. Und er fragte sich, wenn das alles untergegangen ist, was wird mal aus Babylon werden? Und zwar in Vers 28 haben wir die Aussage, dass der Nebukadnezar, bevor er eingeschlafen ist am Abend, darüber nachgedacht hat, was die Zukunft bringen wird. Er hat darüber nachgedacht, wenn ich mal sterbe, was wird aus Babylon werden? Wird Babylon auch untergehen? Oder wird Babylon immer bestehen bleiben? Und dann hat Gott ihm einen Traum geschickt. Gott hat ihm geantwortet durch einen Traum. Und ich denke, wir alle träumen ab und zu, eigentlich fast jede Nacht. Nur ab und zu können wir uns erinnern an den Traum, den wir gehabt haben, und manchmal nicht. Aber den Traum, den der König hier gehabt hat, das war nicht ein normaler Traum, sondern es war ein besonderer Traum. Man muss unterscheiden zwischen Träumen, die wir haben, wo wir unsere Erlebnisse des Tages verarbeiten, und Träume, die Gott schickt, um uns etwas mitzuteilen. Und hier hat er dem König einen Traum geschickt. Und der König wacht auf und was macht er? Wahrscheinlich denke ich, dass es noch Nacht war, dass er in der Nacht aufwachte. Und er holt alle seine Weisen und Gelehrten und Wahrsager und Zeichendeuter. Was waren das für Leute? Das waren die Gelehrten Babylons. Und zwar hier sind vier verschiedene Leute angeführt. Einmal die Zeichendeuter. Zeichendeuter, wo in Luther Zeichendeuter steht, das waren die Magier. Die haben versucht,
durch Ölflecken im Wasser oder andere Dinge oder Tierleber und sowas irgendwelche Dinge vorauszusagen und Geheimnisse zu ergründen. Und dann haben wir die Gruppe der Weisen, wo Weise hier steht, das waren die Astrologen. Die haben versucht, durch die Konstellation der Sterne herauszufinden, wie die Sterne stehen und was für den Menschen wichtig ist und da irgendwelche Zusammenhänge herzustellen. Bis heute gibt es das noch, die Astrologie, diese Sternendeuter. Aber das ist natürlich auch alles Okkultismus. Dann haben wir den dritten Bereich, Luther übersetzt hier mit Zauberer, das waren die Spiritisten. Spiritisten sind Menschen, die Kontakte mit den vermeintlich Toten haben. Aber wir wissen, dass die Bibel sagt, die Toten sind tot. Und wenn die Toten erscheinen und Menschen mit denen Kontakt aufnehmen, sind das nicht die wirklich Toten, mit denen sie reden, sondern das sind Dämonen, die Gestalt von Toten annehmen können. Und die vierte Gruppe, das waren die Wahrsager. Da steht das Wort Chaldea im Grundtext. Und das heißt eigentlich die Priester, Wissenschaftler, die hier auch mit dabei sind. Also damals war die Wissenschaft und die Mystik sehr eng miteinander verwoben. Heute ist die Wissenschaft mehr nur auf das Nachprüfbare, auf den Intellekt aufgebaut. Und damals war das vermischt. Und diese Leute hat er alle kommen lassen, der Nebukadnezar, und hat gesagt, da ihr ja immer sagt, dass ihr Geheimnisse offenbaren könnt, dass ihr Rätsel lösen könnt, jetzt kommt, und was sagt er? Sagt mir den Traum. Ob er den Traum vergessen hat oder ob er den noch wusste, ob er sie nur prüfen wollte, wissen wir nicht genau. Ich denke eher, dass er den Traum noch wusste, aber ihn nicht erzählt hat, um sie zu prüfen, ob sie auch den Traum ihm sagen können und auch die richtige Deutung haben können. Denn hätte er ihnen den Traum erzählt, hätten sie sich irgendwas ausdenken können und hätte es nicht nachprüfen können. Aber dadurch, dass sie selbst den Traum offenbaren müssen, weiß er, wenn sie mir den Traum sagen können, dann können sie auch die Deutung richtig haben. Und was sagen die Weisen? Aber bevor wir noch zu den Weisen kommen. Was sagt denn die Bibel zu diesen Dingen, zu diesen okkulten Dingen, die hier die Babylonier als Grundlage ihrer Wissenschaft und ihrer Religion hatten? Ich habe hier einen Bibeltext aus 5. Mose 18, Versen 9 bis 13. Da sagt Gott zu den Israeliten, bevor sie in das Land Kanaan eingezogen sind. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht immer unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei betreibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Warum hat Gott verboten, all diese Dinge zu tun? Weil wenn wir das tun, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dann nehmen wir von uns aus Kontakt mit den bösen Engeln, mit den Dämonen auf. Und dann haben die Dämonen das Recht, uns Menschen auch etwas zu tun, zu quälen, okkulte Belastungen und so weiter. Deswegen sollen wir diese Dinge meiden. Und uns auf Gott verlassen und nicht auf diese Zauberei und diese okkulten Sachen. Aber wenn jemand in diese okkulten Sachen reingerutscht ist, dann kann er wieder frei werden. Ich habe auch einen Vortrag über Okkultismus, die okkulte Verführung. Da beschreibe ich ziemlich ausführlich, wie jemand, wo wir heute in der heutigen Welt Okkultismus finden, wo wir den Bogen drum machen sollen und auch wie wir frei werden können, wenn wir okkulte Belastungen haben. Da können wir kein Absagegebet Gott bitten, Jesus macht uns frei. Gut, jetzt kommen also die Wahrsager und sie können den Traum nicht sagen. Woher weiß, wissen Sie auch, was der König geträumt hat? Wissen Sie, was ich letzte Nacht geträumt habe? Weiß ich sogar selber nicht. Aber das heißt, das können wir Menschen nicht wissen, was der andere geträumt hat. Und von daher sind sie am Ende, sie wissen nicht. Und dann sagt der König, naja, ihr wollt mich ja nur hintergehen, ihr wollt Zeit gewinnen. Und dann sagt er, wenn ihr mir das nicht sagen könnt, werdet ihr alle umgebracht. Er versucht bis zum Letzten zu gehen, dass sie das ja nicht verbergen vor ihm und zu sagen, tut uns leid, das können wir nicht. Und dann kommt der Befehl vom Nebukadnezar, alle Weisen sollen umgebracht werden. Und dann steht hier jetzt in den Versen 14 bis 19, da wandte sich Daniel, der übrigens auch zu diesen Weisen gehörte, aber natürlich nicht okkult war, sondern nur ein Gelehrter war,
aber wohl nicht dabei war vor dem König, da wandte sich Daniel klug und verständig an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und der Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel dies Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels. Eine fantastische Geschichte. Der Befehl geht aus, alle sollen umgebracht werden. Und was macht der Daniel? Der Daniel wendet sich an Ajoch. Ajoch war der Oberste der Leibwache, der Chef, der hier diesen Befehl ausführen sollte, alle Weisen umzubringen. Daniel bekommt eine Frist, sagt, gib mir eine Frist und ich werde versuchen, dieses Geheimnis zu lüften. Und als er die Frist bekommt, geht er nach Hause. Was macht er zu Hause mit seinen Freunden? Sie beten. Daniel und seine Freunde beten zu Gott und sagen: Lieber Gott, hilf uns. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir nicht mehr weiterkommen. Wir brauchen deine Hilfe. Offenbare du uns, was der König geträumt hat, und dass wir das dem König sagen können, dass wir nicht alle umkommen. Wenn Gott jetzt nicht eingegriffen hätte, wären auch sie umgekommen. Es ging also um Leben und Tod. Und Gott erhört Gebet. Ja. Beten lohnt sich. Wir können mit Gott reden. Unsere Gebete gehen nicht nur bis zur Zimmerdecke, unsere Gebete kommen wirklich beim Thron Gottes an. Und Gott erhört die Gebete. Nicht jedes Gebet, so wie wir uns das vorstellen. Wenn ich bete, lieber Gott, gib mir bitte 1 Million Euro im Lotto, wird er das wahrscheinlich nicht erfüllen. Aber es gibt Gebete, die Gott erhört, auch sofort erhört. Aber wenn ich Gebete spreche, um meinen eigenen Egoismus oder meinen Stolz oder meine Habgier zu befriedigen, wird Gott das sicherlich nicht tun. Aber wenn ich bete in der Beziehung zu Gott und bete um Dinge, die auch Gottes Wille sind, dann wird Gott erhören. Manchmal anders, als wir uns vorstellen, manchmal auch später, als wir es wünschen. Manchmal lässt Gott uns ein bisschen Zeit, damit wir im Glauben, im Vertrauen zu ihm wachsen. Auch hier, sie haben gebetet und sind ins Bett gegangen und in der Nacht, steht hier, hat Gott dem Daniel das Geheimnis offenbart. Gott antwortet und Daniel lobt Gott und preist Gott. Und dann kommt der Daniel zum König und sagt, ich habe die Lösung. Gott hat mir offenbart, was du geträumt hast. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil Gott dir etwas sagen möchte und mich benutzt, um dir das zu sagen. Und jetzt steht der junge Daniel, der war auch noch sehr jung, vor dem König. Und man muss sich vorstellen, Daniel war eigentlich ein Sklave, von Jerusalem weggeführt nach Babylon. Und er steht vor dem Weltherrscher und erklärt dem Nebukadnezar, dem großen König der damaligen, Zeit, was Gott ihm im Traum gezeigt hat. Und dieser Traum, der ist so fantastisch. Hier finden wir den Traum beschrieben. Ach, bevor der Traum kommt, noch ein Exkurs. Propheten. Was ist die Aufgabe von Propheten? Wir haben zwei Arten, wie Menschen mit Gott in Beziehung stehen können. Natürlich, wir können heute direkt mit Gott reden im Gebet und Gott mit uns durch sein Wort. Aber wir haben hier Gott und hier den Menschen. Wir haben den einen Weg, wie der Mensch zu Gott kommt. Und zwar kommt der Mensch zu Gott durch einen Priester. Im Alten Testament waren das die Priester im Heiligtum. Wenn jemand zu Gott kommen wollte und Vergebung seiner Schuld haben wollte, musste er zum Heiligtum gehen, ein Tier opfern. Und der Priester war derjenige, der das Tier und das Blut des Tieres vor Gott gebracht hat. Ohne den Priester gab es keine Vergebung. Das Opfer war notwendig, aber auch der Priester, der das Opfer, dieses Blut vor Gott gebracht hat. Und im Neuen Testament, sagt die Bibel, ist Jesus unser Priester im Himmel. Wir müssen nicht mehr zu einem irdischen Priester gehen, sondern wir können direkt zu Jesus gehen. Und er ist der Priester, der zwischen uns und Gott vermittelt und sein Blut für uns vor Gott geltend macht und uns vergibt, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld bekennen. Und wenn Gott zu den Menschen reden will, kann Gott natürlich auch direkt reden. Es gab einige Situationen, wo Gott direkt
hörbar gesprochen hat, zum Beispiel bei den 10 Geboten oder auch bei der Taufe Jesu, wo die Stimme vom Himmel gekommen ist, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, dem ich wohlgefallen habe. Aber meistens spricht Gott nicht zu den Menschen direkt, sondern er benutzt dazu den Weg über einen Propheten. Das heißt, Gott spricht zu einem Propheten, sagt ihm, was wichtig ist, und der Prophet sagt diese Botschaft, die Gott ihm gegeben hat, weiter. Entweder an Einzelpersonen oder an die ganze Gemeinde oder an einen König oder an irgendjemanden anderes. Das heißt, der Priester ist derjenige, wenn der Mensch zu Gott kommen will, und der Prophet derjenige, wenn Gott dem Menschen was sagen möchte. Und deswegen, Propheten sind nicht dazu da, ihre eigenen Meinungen weiterzugeben, sondern Propheten haben den Auftrag, das zu sagen, was Gott ihnen sagt. Und wenn der Prophet das Falsche sagt, dann haben wir ein Problem. Weil dann die Menschen glauben, das ist was Gottes Wort, aber es ist sein eigenes Wort und falsch gewesen. Deswegen hat Gott immer darüber gewacht, dass die Propheten immer nur das sagen, was wirklich von ihm gekommen ist. Aber es gab falsche Propheten, die behauptet haben, Propheten zu sein, aber gar nicht waren. Und da gibt es in der Bibel 4 Merkmale, wie man unterscheiden kann. Stellen Sie sich vor, heute Abend würde jemand hier reinkommen oder würde hier nach vorne kommen und würde sagen, ich bin ein Prophet. Gott hat mir letzte Nacht einen Traum gegeben und jetzt sollen wir alle irgendwas machen. Würden Sie es glauben oder würden Sie es nicht glauben? Woher wissen wir, wenn jemand behauptet, ein Prophet zu sein, ob es echt oder falsch ist? So haben wir 4 Merkmale in der Bibel, woran man unterscheiden kann zwischen einem echten und falschen Propheten. Bloß das werden wir heute Abend nicht durchnehmen, können wir andermal mal besprechen. Aber deswegen, Propheten haben eine wichtige Aufgabe, Menschen das weiterzusagen, was Gott gesagt hat. Und auch Daniel war so ein Prophet, durch den Gott etwas sagen konnte zum Nebukadnezar. Hier haben wir noch 2 Aussagen über Propheten. Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts. Er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Das heißt, mit anderen Worten, alles, was Gott tut, natürlich jetzt im großen Rahmen, nicht im persönlichen Leben, sondern im Rahmen der Weltgeschichte, alles, was Gott tut, offenbart er, wodurch? Durch die Propheten. Das heißt, wir können sicher sein, dass nichts Außergewöhnliches, Unvorhergesehenes passiert, was Gott überraschen würde und was uns überrascht und was gar nicht Gott uns gesagt hat. Nein, er sagt uns das vorher. Warum? Damit wir wissen, was kommt, uns darauf einstellen können. 2. Text, Johannes 13, Vers 19. Jesus sagt, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschehen ist, glaubt, dass ich es bin. Jesus hat also Dinge vorausgesagt, bevor es geschieht, damit, wenn es dann geschieht, wir wissen, es war richtig. Von daher, im Nachhinein zu sagen, das habe ich ja schon vorher gesagt, ist immer leicht. Aber vorher Dinge zu sagen und dann zu sehen, wie sich es erfüllt, das ist spannend. Gut, kommen wir zum Traum. Daniel Kapitel 2. Die Verse 31 bis 35. Der Daniel sagt zum König, du König hattest einen Traum und siehe, ein großes und hohes und hell glänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt dieses Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen. Seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden. Der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold und wurden wie Spreu auf der Sommertenne. Und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Der Stein aber, der das Bild zerschlug, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Also, was hat der König gesehen? Daniel sagt, du hast ein großes Standbild gesehen. Ein riesengroßes. Im Traum. Und das war schrecklich. Nein, das Bild hier ist nicht so ganz so schrecklich. Das ist ein schöner babylonischer Mann hier. Ich denke, das Bild, das war, was er gesehen hat, das Originalbild, das war, muss furchterregend gewesen sein. Schrecklich steht hier. Deswegen war der König auch so aufgeregt. Und durcheinander. Dieses Standbild hatte verschiedene Metalle. Der Kopf war aus Gold,
Die Arme und Brust waren aus Silber, die Hüfte war aus Kupfer, die Beine waren aus Eisen und die Füße waren aus Eisen und Ton gemischt. Und jetzt sagt der Daniel, jetzt kam ein Stein, ohne dass ein Mensch diesen Stein geworfen hätte, sondern der kam von selber, von einem Berg herab und hat dieses Bild an den Füßen getroffen und das Bild ist kaputt gegangen. Und der Stein ist zu einem großen Berg geworden und hat die ganze Welt gefüllt. Das ist der Traum. Woher wissen wir jetzt, was das zu bedeuten hat? Sicherlich ist das nicht wörtlich gemeint, denn es geht nicht darum, irgendwelche Metalle in irgendwelchen Bildern zu analysieren. Es geht hier nicht um Goldschmiede oder andere Dinge, sondern es geht um die Zukunft. Der Nebukadnezar hat die Zukunft wissen wollen. Wie bekommen wir raus, was das zu bedeuten hat? Wir hatten vorhin gesagt, dass der Grundsatz lautet, die Bibel legt sich selber aus. Und hier ist es ganz, ganz einfach. Warum? Weil die Deutung gleich daneben steht. Bei vielen prophetischen Texten muss man die Deutung irgendwo in der Bibel suchen. Manchmal lange suchen, bis man sie gefunden hat. Hier steht sie direkt daneben. Deswegen ist das Daniel 2 so einfach. Gut, also lesen wir einfach weiter und dann finden wir die Deutung. Nämlich die Verse 36. Wir lesen erstmal vom 1. bis 38. Das ist der Traum, sagt Daniel zum König. Nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Du, König, bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht, Stärke und Ehre gegeben hat und dem er alle Länder, in denen Leute wohnen, dazu die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel, in die Hände gegeben und dem er über alles Gewalt verliehen hat. Du bist das goldene Haupt. Hier muss man nicht mehr groß spekulieren, hier muss man nicht mehr groß eigene Ideen reininterpretieren, steht direkt dabei. Hier steht, er sagt, du bist das goldene Haupt. Und zwar, es geht hier nicht darum, mit diesen Metallen, um irgendwelche kleinen Mächte, die irgendwo, irgendwelche Länder, die irgendwo existiert haben. Es geht hier darum, um Reiche, die Weltreiche gewesen sind. Denn der Daniel sagt zum König, dass Gott ihm über alle Länder, in denen Menschen wohnen, die Macht gegeben hat. Übrigens, allein das schon zu sagen, war gefährlich. Warum? Weil der König sich als Gottkönig hat verehren, sogar anbeten lassen. Und wenn der Daniel sagt, mein Gott hat dir die Macht gegeben, stellt er damit seine Religion und seinen Gott über Nebukadnezar. Und das war gefährlich, weil Nebukadnezar diesen Gott ja nicht akzeptiert hat. Bis dahin auf jeden Fall nicht. Trotzdem hört der König weiter zu, weil er merkt und weiß, das, was der Daniel hier sagt, das ist genau das, was ich gesehen habe. Und dann sagt er, du bist das goldene Haupt. Das heißt mit anderen Worten, der goldene Kopf, das goldene Haupt, ist ein Symbol für das Reich des Nebukadnezar, das Reich Babylon. Und es bestand von 605 vor Christus bis 539 vor Christus. Zuerst, der erste König war Nebukadnezar. Und als er gestorben war, gab es noch einige weitere Könige, bis dann nachher das babylonische Reich unterging. Und die weiteren Metalle sind alles weitere Weltreiche, die dann nacheinander gekommen sind, bis zum Ende. Ja, und hier haben wir dann auch einen Brief von Nebukadnezar auf dieser Tafel hier, wo er verschiedene Dinge geschrieben hat, wo man weiß, den hat es wirklich gegeben, diesen Menschen. Und das ist alles historisch genau überliefert und auch wahr. Hier haben wir übrigens auch eine Karte, wo das Babylonische Reich aufgezeichnet ist. Es war von den weiteren Weltreichen, die noch kommen werden, das kleinste, aber es hat schon damals die Macht gehabt über die gesamte damals bekannte Welt. Gerade so der Nahe und Mittlere Osten, teilweise auch bis in die Türkei hoch oder auch bis in Ägypten runter. Dieser Halbmond, dieser fruchtbare Halbmond, ja, Babylonien, Medien teilweise auch noch. Medien war auch selbstständig, aber war immer untertan noch. Babylon war stärker. Doch hier oben Kleinasien, Assyrien, hier unten Ägypten, Israel, Judäa, war alles unter babylonischer Herrschaft. Ja, und dann sagt er, nach deinem Reich geht es weiter. Es bleibt nicht bei Babylon, sondern in Vers 39 steht dann, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deins. Er sagt also, es kommt ein weiteres
Königreich, ein weiteres Weltreich nach dir. Er nennt den Namen hier nur nicht. Er hätte den Namen nennen können. Er macht es aber nicht. Übrigens ist das auch ein Grundsatz, der ganz wichtig ist. Wenn wir prophetische Ketten haben, wie zum Beispiel jetzt hier, die irgendwo anfangen und dann immer weitergehen, verschiedene Mächte, Reiche, Weltreiche hintereinander beschrieben werden, ist der Beginn dieser Kette, dieser prophetischen Kette, immer dort, wo der König, nicht wo der König, wo der Prophet selbst gelebt hat. Warum sollte denn die prophetische Kette früher anfangen? Wenn die früher anfangen würde, dann würde ja der erste Teil keine Voraussage mehr sein, dann würde es ja schon Geschichte sein. Warum sollte die Prophezeiung später anfangen, hunderte von Jahren später, dann würde ja eine große Lücke sein, bis es losgeht. Denn der Prophet spricht ja auch zu den Menschen seiner Zeit für sie, was für sie wichtig war. Und für sie war ja auch wichtig ihre Zeit, in der sie lebten und wie es dann von ihnen aus weitergehen würde. Also war der Beginn einer prophetischen Kette in der damaligen Zeit immer die Zeit, wo der Prophet selber lebte. Und der Daniel lebte zur Zeit Babylons, deswegen war auch das erste Reich, was hier beschrieben ist, Babylon. Wird auch gleich dabei gesagt, es ist das goldene Haupt Babylon. Gut, das zweite ist jetzt das nächste, was danach gekommen ist. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Das ist dieses Brust aus Silber. Welches Reich kam nach Babylon? Es ist das Reich Medo-Persien. Von 539 bis 331 vor Christus. Wir sind also immer noch vor Christus. Deswegen werden die Zahlen hier kleiner und nicht größer. Woher wissen wir, dass es Medo-Persien war? Ganz einfach. Erstens aus der Geschichte. Wenn wir einen Geschichtsatlas nehmen und gucken, welche Weltreiche waren, dann kommt nach Babylon Medo-Persien. Aber wir wissen es auch aus der Bibel. Nämlich in einigen Kapiteln weiter finden wir die Geschichte von Belsazar. Daniel hat auch das Ende vom babylonischen Reich selber erlebt. Belsazar, der Enkel von Nebukadnezar, war damals der Zweite im Reich, vom Reich Babylon. Und sie waren schon belagert von den Medern und Persern. Kyros war der große König von den Persern und Kyros hat Babylon belagert. Und Babylon war so stark gebaut und so fantastisch ausgebaut. Nebukadnezar hat er so groß stark bauen lassen, dass die Stadt als uneinnehmbar galt. Die Stadtmauern waren so dick, dass zwei Ochsenkarren auf der Mauer nebeneinander herfahren konnten. Die Stadttore waren so hoch, dass keiner drüber konnte. Flugzeuge gab es noch nicht. Sie hatten drinnen für 2 Jahre lang zu essen. Sie hatten Brunnen, genug Wasser drinnen gehabt. Also, und keine Armee der Welt schafft es, eine Großstadt wie Babylon 2 Jahre lang zu belagern. Unmöglich. Also hat Belsazar zu der damaligen Zeit ein Fest veranstaltet mit all seinen Großen und zu zeigen, seht her, auch wenn wir belagert werden, uns kann nichts passieren. Und in der Nacht, wo sie das Fest gefeiert haben, Belsazar, der junge König Belsazar, kommt die Schrift an der Wand von Mene, Mene, Tekel, Upasin, die Gott geschickt hat. Und wir lesen in Daniel Kapitel 5, Mene, 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 das ist, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Und Tekel und Peres, das ist, dein Reich ist zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Das heißt, hier hat der Daniel, damals war der Daniel schon alt, zu dem Zeitpunkt, über 80 Jahre, dem jungen König gesagt, was jetzt passiert ist, dein Königtum, Babylon, ist zu Ende. Und in der Nacht ist es auch passiert, dass in der Nacht die Feinde, nämlich die Medern und Perser, Babylon besiegt haben und Babylon gefallen ist. Und er sagt, das Reich ist zerteilt. Und zwar, das Wort Peres hat eine Doppelbedeutung. Einmal im Hebräischen, das ist im Aramäischen, das ist zerteilt meint, aber gleichzeitig auch steckt in dem Wort Peres Perser drin. Also es ist zerteilt, nämlich im Meder und Perser und diesen Mächten, den Persern, gegeben worden. Das heißt, hier haben wir auch die Aussage, dass nach den Babyloniern die Meder und Perser das Reich übernommen haben. Und wie haben sie das gemacht? Sie sind durchs trockene Flussbett des Euphrat, der durch Babylon durchfloss, in die Stadtmauer reingegangen und haben drinnen offenes Tor vorgefunden und konnten in die Stadt einmarschieren. Und Jesaja hat schon 150 Jahre vorher den Namen des Eroberers genannt, der Babylon erobern wird. Deswegen Gott weiß, was kommen wird. Stellen Sie vor, Gott würde heute eine Weissagung machen und würde sagen, im Jahre 2161 wird ein Herrscher kommen, irgendwo, ja, in Indien, und der wird mal die große Maschine besiegen. Und der sagt seinen Namen schon, wie der heißen wird. Menschlich unmöglich.
Aber Gott hat es gemacht damals und er hat den Kyros genannt. Und zwar hier haben wir die Weissagung, Jesaja 45, Vers 1. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Königen das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. Und genauso war es passiert bei der Eroberung Babylons. Nämlich, der Nebukadnezar hatte Babylon so gut ausgebaut und auch das Wasser vom Euphrat, der durch Babylon hindurchfloss, so geschickt angelegt, dass sie immer genügend Wasser hatten. Und zwar der Euphrat hat mal Hochwasser gehabt und mal Niedrigwasser gehabt. Und der König Nebukadnezar hat oberhalb einen Stausee angelegt und bei Hochwasser Wasser abgeleitet in den Stausee und bei Niedrigwasser wieder Wasser zugeleitet. Und jetzt hat der Kyros Folgendes gemacht. Der hat das Wasser vom Euphrat komplett in den Stausee umgeleitet. Alles Wasser. Dadurch ist das Wasser unterhalb, was dann hier eigentlich in die Stadt reinfließen sollte, ausgetrocknet. Auf jeden Fall so niedrig gewesen, dass nur noch ein bisschen Feuchtigkeit da war. Und dann sind sie in dem flossenden, trockenen Flussbett, unter der Stadtmauer hindurch, in die Stadt einmarschiert, hier hinein. Und da drinnen waren aber auch noch Hafenanlagen, die gesichert waren mit Mauern. Aber dort war eine Tür nicht verschlossen. Und durch diese geöffnete Tür sind sie einmarschiert. Und die Babylonier hatten, wie man auf dem Bild sieht, nicht einen einzigen Soldaten abgestellt, der Wache halten sollte oder verteidigen sollte. Die sind ohne einen Schwertstreich einmarschiert und haben Babylon eingenommen. Und in der Nacht, am 12. Oktober 539 ist das gewesen, vor Christus, wo diese Schrift an der Wand gewesen ist, von Belsatzer. In der Nacht ist Babylon gefallen, Belsatzer umgekommen und die Meder und Perser haben das Reich übernommen. Ja, und die Meder und Perser waren ein wenig größer als das Babylonische Reich, und zwar vor allen Dingen hier oben nach Kleinasien haben sie noch ein bisschen mehr Ausdehnung gehabt und vor allen Dingen nach Osten. Nach Osten waren sie sehr viel weiter, denn hier hinten war alles das Persische Reich. Eigentlich waren die Perser am Anfang der schwächere Partner von den Medern. Die Meder waren immer schon recht stark gewesen, aber die Perser waren auch eigentlich nur einzelne Stadt- und Stämmesfürsten. Und der Kyros hat es verstanden, diese Stammesfürsten zu vereinen und sich dann mit Medien zu verbünden und dann gemeinsam gegen Babylon vorzugehen. Und das hier, wie gesagt, das ist dieses Gebiet der Perser, hier ist das Gebiet der Meder und das ist das ihr gesamtes Gebiet ihres Großreiches. Ja, was kam nach Medo-Persien? Wir lesen wieder Daniel 2 und dort Vers 29. Dort heißt es: Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines, sagten wir gerade in Medo-Persien. Danach das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Länder herrschen wird. Jetzt kommen wir zum kupfernen Reich. Und hier sehen wir übrigens auch wieder, dass er extra betont, dass dieses Reich über alle Länder herrschen wird. Das heißt, es geht hier nicht um kleine Reiche, sondern um Weltmächte, Weltreiche. Welches Reich kam nach Medo-Persien? Also Geschichte wissen wir, es war Griechenland. 331 vor Christus bis 168 vor Christus. Und der große König, der erste große König der Griechen, war Alexander der Große. Man könnte jetzt stundenlang über diesen Menschen erzählen und über seine genialen Feldzüge und seine geniale Kriegstaktik. Das ist auch sehr erstaunlich, wenn man sich das ein bisschen mal damit beschäftigt. Aber auf jeden Fall hat er bei der Schlacht von Abela, 331 vor Christus, hat er die Medo-Perser besiegt. Das war die Schlacht, wo bei einer einzigen Schlacht die meisten Soldaten, die je auf dieser Welt gekämpft haben, gleichzeitig gekämpft haben. Auf der Seite der Medo-Perser waren ungefähr 1 Million Soldaten und auf der Seite der Griechen 150.000. Und obwohl sie die achtfache Übermacht hatten, ungefähr, hat Alexander der Große diesen Kampf gewonnen. Er war sehr jung, als er hier er war noch keine 30 gewesen, als er hier die Weltmacht erobert hat. Zuerst hatte er die Griechen und die Mazedonen befriedet. Die waren immer wieder im Clinch gewesen, haben sich wieder bekämpft, gegenseitig. Und als die beiden befriedet waren, Mazedonien und Griechenland, haben sich zusammengetan und haben dann gegen das Großreich der Medo-Perser gekämpft.
Und die Meder und Perser waren deswegen so schwach, weil sie erstens sehr viele Söldner hatten von anderen Nationen, die gekämpft haben, aber doch nicht so wirklich vom Herzen dabei waren. Und zweitens, der Alexander Große war so, ja, man kann sagen vorneweg, dass er immer bei den Kämpfen die Speerspitze gebildet hat. Also seine Taktik war folgendermaßen: Früher war es immer so, dass die Heere sich gegenüberstanden. Irgendwo so eine Ebene. Ein Kampf war gewesen, dass auf der einen Seite das Meer war, auf der anderen Seite die Berge und dazwischen war dann der Kampf. Und natürlich waren die Feinde in der großen Übermacht, aber er sagte immer zu seinen Soldaten: Versucht, die Stellung zu halten, bis ich meine Mission erfüllt habe. Was hat er gemacht? Er ist mit einigen Getreuen und seinen besten Leuten auf Pferden außen rumgeritten oder außen durchgestoßen, da wo eine schwache Verteidigung war, ist dann von hinten, und zwar der König der Feinde, der Meder und Perser, der Darius, der Vierte, der war meistens in der Mitte, ziemlich weit hinten, weil er sagte, ich muss mich schützen, ich muss den sichersten Platz der ganzen Kampfhandlung haben. Und war also ungefähr in der Mitte, ein bisschen weit hinten. Und jetzt ist der Alexander der Große in seinem jugendlichen Alter mit seinen besten Leuten durchgebrochen an der Seite und ist dann von hinten genau auf den König der Gegner zu. Und natürlich haben, als die Feinde das gemerkt haben, versucht, das zu verhindern und zuzumachen, aber er war so schnell durch, dass sie so schnell dem König näher kamen, dass irgendwann, der es mit der Angst zu tun bekommen hat, der medopersische König, und als der medopersische König sich zurückgezogen hat, um sich selbst zu sichern, was ist dann passiert? Wenn das Herr sieht, unser Feldherr zieht sich zurück, er hat Angst. Natürlich. Dann ziehen sie auch alle zurück und sagen, naja, wenn der schon Rückzug macht, dann gehen wir aber auch schnell, ja, bevor wir die Letzten sind, ne, und alle nach vorne stehen, wenn die anderen schon hinten sind. Das heißt, er hat immer nur gesagt, halte die Stellung vorne, bis ich hinten durch bin. Und dann, wenn er durchgebrochen ist, dann ist der König geflohen und das ganze Heer ist hinterher geflohen und sie haben den Sieg gehabt. Ja. Also das war so im Groben seine Kriegstaktik. Was man natürlich auch sagen kann und sehen kann: Er ist dann sehr früh gestorben, mit 33,5 Jahren. Er hat innerhalb von kürzester Zeit das medopersische Großreich dann erobert. Er ist mit seinen Soldaten auch noch weiter Richtung Osten gezogen, hat nach Osten noch mehr Gebiet erobert, bis nach Indien. Und hier hat er noch Kämpfe gehabt mit den indischen Kriegselefanten. Und natürlich auch im Westen noch Griechenland war mit dabei. Also das griechische Reich war noch größer als das medopersische. Und er hat Gewaltmärsche gemacht mit seinen Soldaten. Aber er ist mit 33,5 Jahren gestorben. Aber ein kurzer Vergleich vielleicht an der Stelle. Es gab zwei junge Männer, die beide sehr berühmt geworden sind. Auf der einen Seite Alexander der Große, der mit 33,5 Jahren gestorben ist. Auf der anderen Seite Jesus Christus, der auch mit 33,5 Jahren gestorben ist. Als Alexander starb, hat er die ganze Welt gewonnen, war Weltherrscher. Und viele Städte wurden nach ihm genannt. Alexandrien findet man überall. Aber am Ende hat er doch nichts gehabt. Als er ans Grab sank, was hatte er? Nichts. Als Jesus Christus gestorben ist, besaß er nichts. Materiell, äußerlich gesehen, gar nichts. Aber doch hatte er die ganze Welt gewonnen und zurückgekauft und erlöst. Das sind die beiden Prinzipien dieser Welt. Das eine, die Macht dieser Welt, die irdischen Reichtümer, und Satan versucht die Menschen immer dazu zu verführen, danach zu streben. Aber wenn sie am Ende gestorben sind, ist alles für nichts. Und Gott möchte die Menschen dahin führen, dass sie ihm folgen, dass wir den anderen Menschen dienen, für andere Menschen da sind, uns demütigen, daran Erfüllung finden und am Ende Erfüllung in diesem Leben haben, das ewige Leben. Zurück zu Griechenland. Griechenland war auch nicht ewig. Alexander der Große ist gestorben mit 33,5 Jahren. Er hatte keine Nachkommen und so haben seine vier Generäle das Reich aufgeteilt und dadurch wurde es geschwächt. Seleukiden, Ptolemäer und auch noch zwei andere Reiche. Und dann kamen die nächsten, nämlich Daniel 2, Vers 40. Hier finden wir das nächste Reich beschrieben. Dort heißt es: Und das vierte wird hart sein wie Eisen. Denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen.
Was kam nach Griechenland? In der Geschichte finden wir die Aussage, das Römische Reich, das eiserne Rom. 168 vor Christus bis 476 nach Christus. Und man sagt auch ja auch so, das eiserne Rom, es passt gut zu den eisernen Beinen. Und hier steht, es wird das Härteste sein. Es wird zermalmen, zerbrechen, zerschlagen. Und so war Rom auch. Rom war unglaublich grausam. Sie haben ihre Feinde, ihre besiegten Feinde, haben sie versklavt, gekreuzigt, auf die Galeeren geschickt, zu Sklaven gemacht. Das war schlimm. Es gab keine Nation, die damals härter mit ihren eroberten Gebieten umgegangen ist. Und auch Jesus Christus wurde unter der Herrschaft Roms in Jerusalem gefoltert und gekreuzigt. Das Römische Reich hat sich vor allen Dingen im Mittelmeerraum ausgebreitet. Und die Vormachtstellung war sehr, sehr lang. Das Römische Reich war mit das längste, was es gegeben hat. Gut, und dann finden wir nach Rom das nächste Reich. Jetzt sagt der Daniel, es gab vier Reiche, vier Metalle. Gold, Silber, Kupfer, Eisen. Aber es gibt kein fünftes. Nach dem vierten Reich gibt es nur noch eine Kombination, ein geteiltes Reich. Und das finden wir in Versen 41 bis 43. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisens Härte daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes, zum Teil ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Das heißt, hier haben wir ein geteiltes Reich. Was ist dieses geteilte Reich? Und zwar, wir haben nach dem Römischen Reich, interessanterweise, kein Weltreich mehr. Wir haben nur noch seitdem, 476, wo es zu Ende ging, das Römische Reich, haben wir nur noch starke und schwache Reiche nebeneinander. Immer wieder wurde versucht, ein Weltreich aufzubauen. Karl der Große, Napoleon, Hitler, alle haben versucht, die ganze Welt zu beherrschen, zu erobern. Es ging nicht. Gott sagt durch Daniel, es wird kein Weltreich mehr geben. Vor allen Dingen nicht durch Eroberung. Wir haben auch nicht ein neues Metall. Normalerweise würden wir erwarten, wir hatten Gold, Silber, Kupfer, Eisen, dass ein fünftes Metall kommt. Aber es kommt was anderes, es kommt Ton. Was bedeutet der Ton, der hier mit dem Eisen zusammen vermischt ist? Und das finden wir in der Bibel. Der Grundsatz lautet, die Bibel legt sich selber aus. In der Bibel finden wir die Aussage in Jeremia, Kapitel 18, Vers 6. Jeremia 18, Vers 6, da finden wir den Schlüssel für die Bedeutung vom Ton. Da sagt Gott zum Volk Israel, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr, siehe, wie der Ton in des Töpfers Hand, so seid auch ihr vom Hause Israel in meiner Hand. Gott sagt hier, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. So wie der Töpfer Tongefäße herstellt, formen kann, brennt, fertigstellt, so kann ich euch, mein Volk, das Volk Israel, führen, formen. Das heißt, der Ton ist ein Symbol für Gottes Volk, für das Volk Israel, beziehungsweise jetzt Gottes Volk, die Kirche, die Gemeinde, die religiöse Seite. Die Metalle waren alles weltliche Reiche. Der Ton ist eine religiöse Macht. Und jetzt haben wir hier die Aussage, dass nach dem Römischen Reich, nach 476 nach Christus, die nächsten 1500 Jahre oder 1600 Jahre kein Weltreich mehr sein wird, sondern dass Eisen und Ton gemeinsam da ist. Und Eisen und Ton ist Eisen, weltliche Macht, und Ton, religiöse Macht. Und so war es im Mittelalter, genau das passiert. Nämlich, hier finden wir eine religiös-politische Macht, die im Mittelalter die Vormachtstellung hatte. Mal war der Staat stärker, das Heilige Deutsche Reich, das große Reich deutscher Nationen, mal war die Kirche stärker. Aber es gab immer wieder ein Tauziehen zwischen Kirche und Staat und vor allen Dingen eine Vermischung zwischen Kirche und Staat. Die haben sich zusammengetan, um ihr Reich zu sichern. So gab es eine Zweiteilung in dieser Zeit des Mittelalters. Wir hatten
bis dorthin, bis zur Völkerwanderung, eine Politik der Könige. Sie haben Weltpolitik gemacht. Und ab der Völkerwanderung haben wir eine religiöse Politik. Einmal war der Papst derjenige, der Könige eingesetzt und Kaiser abgesetzt hat. Ich denke nur an den Gang nach Canossa, wo Heinrich IV. Über die Alpen zu Fuß gelaufen ist, um dem Papst Abbitte zu tun, um wieder als Kaiser eingesetzt zu werden. Der Papst hatte hier die Macht über die Kaiser und die Könige gehabt. Ja, wir finden jetzt hier 4 Verse. Und diese 4 Verse haben, das wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen, wieder zurück zu Daniel 2. Da haben wir eine ganze Menge noch, was hier drin steckt. Nämlich, Vers 41 spricht von den Füßen und Zehen. Und Vers 42 in Daniel 2 spricht nur noch von den Zehen. Das heißt, und 43 auch. In Klammern, die werden nicht erwähnt, aber da kann man dann von ausgehen, wenn nichts Neues erwähnt wird, dass man vom Alten bleibt. Das heißt, wir haben hier einen Übergang von den Füßen zu den Zehen. Also sozusagen eine zeitliche Dynamik. Das heißt, die verschiedenen Verse sind zeitliche Abfolgen, die hintereinander hier in der Weltgeschichte passiert sind. Das Material ist überall das gleiche, in jedem Vers, nämlich Eisen und Ton. Und die Bedeutung haben wir eben gesagt von Eisen und Ton. Eisen ist ein Symbol für den Staat und der Ton ein Symbol für die Kirche. Das heißt, die Bedeutung ist überall Staat und Kirche. Das heißt, bis dahin ist das Ganze noch ziemlich ähnlich. Das Material ist überall gleich, die Körperteile wechseln hier mal. Aber die Beschreibung, was jetzt geschieht, die Aktion, ist in jedem Vers verschieden. Welche Beschreibung haben wir in Vers 41? Vers 41 steht, ich lese nochmal vor, dass du aber die Zehen und Füße, teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Doch wird etwas von des Eisenshärte daran bleiben, wie du ja gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt. Hier steht, es wird zerteilt sein. Jetzt kommt die Frage. Wenn wir den Text jetzt genauer anschauen, bezieht sich die Zerteilung auf die Körperteile oder aufs Material? Ist es zerteilt in den rechten und linken Fuß, in den großen und kleinen Zeh? Oder ist es zerteilt in Eisen und Ton? Nach dem Text ist es eindeutig bezogen auf das Material, Eisen und Ton. Er sagt nämlich hier, dass du gesehen hast, Eisen und Ton bedeutet, es wird zerteilt sein. Nämlich zerteilt in wie viele Teile? Nicht in 10 Teile, in die 10 Zehen, sondern in wie viele Teile? In 2 Teile. Nämlich Eisen und Ton. Die Zerteilung bezieht sich auf das Material, Eisen und Ton, und damit auf Staat und Kirche. Vers 42. Die Beschreibung. Und dass die Zehen an seinen Füßen teils von Eisen und teils von Ton sind, bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil ein schwaches Reich sein. Was steht hier von diesem Reich? Teils stark, teils schwach. Wieder die Frage, bezieht sich stark und schwach auf die Körperteile oder das Material? Ist der große Zeh stark, der kleine Zeh schwach? Der rechte Fuß stark, der linke Fuß schwach? Nein. Der Text sagt, weil es von Eisen und Ton ist, bedeutet, es wird teils stark, teils schwach sein. Und zwar ist es folgendes. Es bezieht sich also wieder auf Eisen und Ton, Staat und Kirche. In Vers 41 haben wir die Beschreibung bezogen auf die Anzahl der Materialien. Weil wir 2 Materialien haben, ist es kein einiges Weltreich mehr, sondern ein zerteiltes Weltreich in 2 Teile. In Vers 42 geht es um die Beschaffenheit der Materialien. Eisen ist stark, Ton ist schwach. Deswegen wird das Reich teils stark sein, auf Eisen bezogen, teils schwach sein, auf Ton bezogen. Vers 43, die Beschreibung. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch heiraten, im Grundtext steht durch Bündnisse, miteinander vermischen, oder durch den Samen der Menschen steht hier, und das ist ein Wort für Bündnisse, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Was wird hier beschrieben? Sie werden sich vermischen. Wer vermischt sich? Die Körperteile oder das Material? Es geht nicht darum, dass sich der Große mit dem kleinen Zeh vermischt, sondern es geht hier eindeutig um Eisen und Ton, die sich vermischen, aber es nicht schaffen. Also Vermischung von Eisen und Ton und damit von Kirche und Staat. Das heißt nochmal, in Vers 41 haben wir die Anzahl der Materialien, 2 Materialien, also ein zerteiltes Reich in 2 Teile. In Vers 42 haben wir die Beschaffenheit der Materialien. Eisen stark, Ton schwach.
Vers 43 haben wir, was die Materialien miteinander tun. Eine Aktion der Materialien miteinander. Sie versuchen, sich zusammenzumischen, aber weil Eisen und Ton nicht mischbar ist, werden sie auch nicht zueinander halten, nicht zusammenkleben, nicht vermischt werden. Und Vers 44 sagt, aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Das heißt, hier wird beschrieben, dieses Reich wird zerstört. Das Eisen- und Tonreich wird zerstört. Ja, das heißt, hier habe ich nochmal eine Aussage von Ellen White im Buch ABC, Band 4, wo es heißt, wir haben die Zeit erreicht, in der Gottes heiliges Werk durch die Füße des Standbildes dargestellt wird, in dem Eisen mit schlammigem Ton vermengt war. Diese Vermengung von Kirche und Staat wird durch die Vermengung von Eisen und Ton dargestellt. Das heißt, hier ist auch nochmal die Auslegung, dass Eisen und Ton Staat und Kirche bedeuten. Und wir haben eine zeitliche Reihenfolge, nämlich nochmal zurück, jeder Vers dieser vier Verse hat eine andere zeitliche Epoche. Zuerst die Zeit, wo es zerteilt war in Staat und Kirche. Das ist nämlich Vers 41, zerteilt die Zeit von 538 bis 1798. Das heißt, hier hat die Kirche und der Staat um die Vorherrschaft miteinander gerungen. Mal war der Staat stärker, mal war die Kirche stärker. Meistens war die Kirche stärker. Vers 42 sagt, dass es stark und schwach ist. Wer ist stark, wer ist schwach? Natürlich, Eisen ist stark, Ton ist schwach. Eisen ist der Staat, der wird stark und Ton, die Kirche wird schwach. Wann ist die Kirche schwach geworden? Am Ende dieser Zeit, 1798. 1798, Vers 42, wo es heißt, dass es teils stark, teils schwach ist. Das hat sich erfüllt, 1798 wurde die Kirche schwach geworden. Nämlich, das war damals Folgendes, Napoleon war an der Macht und sein General Berthier hat den Papst im Vatikan gefangen genommen, in die Verbannung geschickt und es war aus mit der katholischen Kirche, mit dem Papsttum. Damals ist die Kirche politisch gesehen schwach geworden. Bis dahin hatte sie Macht gehabt. Vers 43 sagt jetzt, was werden sie tun? Sich vermischen. Wer vermischt sich? Eisen und Ton, Kirche und Staat. Mit welchem Ziel vermischen sie sich? Mit dem Ziel der Weltherrschaft. In Daniel 2 geht es ja von vorne bis hinten, von Babylon über Medo-Persien, Griechenland, Rom, immer um die Weltherrschaft. Und genau das geschieht heute, dass Kirche und Staat, Religion und Staat sich vermischen mit dem Ziel, die Welt zu beherrschen. Da finden wir, es könnte jede Menge Dinge zitieren, angefangen von dem Weltethos von Küng bis über die UNO, über die Welt, der neue Weltordnung, die geplant ist, wo der Küng auch sagt, wir brauchen einen Weltethos dafür, um zusammen mit dem Weltethos und der Welt, der neuen Weltordnung diese Welt, religiös-politische Weltregierung zu stellen. Das ist alles schon eine Vorbereitung. Das geschieht heute. Die Vermischung von religiösen Elementen und staatlichen Elementen. Es ist Folgendes. Das Hauptproblem der ganzen Kirchengeschichte und auch der heutigen, der Endzeit, in der wir leben, ist, wenn Kirche und Staat sich zusammenschließen, da gibt es ein Problem. Warum? Weil dann der Staat Gesetze erlässt, die die Kirche vorschreibt und dann gibt es Verfolgung, Unterdrückung und Inquisition wie im Mittelalter. Deswegen ist die Bibel und auch wir treten ganz massiv dafür ein, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Dass jeder die Freiheit hat, nach seinem Gewissen, nach seinem Glauben zu leben. Und wenn Kirche und Staat sich zusammenschließen, dann gibt es immer Gewissens- und Glaubensprobleme. Dann hört die Freiheit auf. Das heißt, wir leben heute in der Zeit, wo sie sich vermischen. Wenn immer irgendwann jemand die Welt beherrschen wollte, war es immer durch Eroberung. Immer. Wir haben zum ersten Mal in der heutigen Weltgeschichte, dass man versucht, durch Bündnisse zwischen den Staaten, innerhalb der UNO, innerhalb Europas, innerhalb der neuen Weltordnung, die kommt. Auch Bündnisse zwischen der Wirtschaft und der Politik und Bündnisse zwischen der Politik und der Religion, ein neues Weltbild, eine neue Weltordnung aufzubauen. Das erste Mal in der Weltgeschichte. Und genau das sagt Daniel 2, das wird kommen. Und wenn das kommt, was kommt dann? Kurz nochmal vor eine Zusammenfassung. Wir haben gesehen, es ist genau passiert, was Gott vorausgesagt hat. Der Kopf aus Gold, Babylon. Danach kam Silber, Medo-Persien. Kupfer, Griechenland.
die Beine aus Eisen, Rom, ist gekommen, ist gegangen. Uns, das zerteilte Reich, sind wir heute noch dabei, bei diesem zerteilten Reich. Genau diese fünf Reiche hat Gott vorausgesagt und genau so sind sie gekommen. Und weil das, was bis jetzt vorausgesagt worden ist, genau eingetroffen ist, glaube ich, dass das Letzte, was noch vorausgesagt ist, das Letzte, was noch gesagt wurde, genauso sicher kommen wird. Und was ist hier vorausgesagt? Daniel 2, Vers 44 und 45. Das ist das Schönste am ganzen Kapitel. Und der Höhepunkt von diesem Kapitel. Daniel 2, Vers 44 und 45. Aber zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber er selbst wird ewig bleiben. Wie du ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden herabkam vom Berg, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Der Traum ist zuverlässig und die Deutung ist richtig. Was sagt Daniel, was der Stein bedeutet? Der Stein trifft das Bild an den Füßen und zerschlägt das ganze Bild. Und dieser Stein, sagt Daniel, ist das Reich Gottes. Wenn Gott sein Reich aufrichten wird, dann wird es mit dieser Welt zu Ende gehen. Ja, es ist wirklich wahr. Die Bibel sagt, es wird ein Weltende geben. Dass diese Reiche der Welt zu Ende sind und dass Gott sein Reich dann aufrichtet. Wann wird das sein? Wann will Gott sein Reich aufrichten? Ich meine, das ist keine Jahreszahl, sondern bei welchem Ereignis wird er Gott das tun? Im Neuen Testament wissen wir, dass das geschehen wird, wenn Jesus Christus in den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Jesus Christus ist in den Himmel gefahren, er ist jetzt im Himmel, unser hoher Priester, unser Fürsprecher, und er hat versprochen, dass er auf diese Welt wiederkommen wird mit seinen Engeln, mit Kraft und Herrlichkeit. Und dass, wenn er wiederkommt, dass er dann ein ewiges Reich aufrichtet. Zuerst im Himmel 1000 Jahre und dann auf diese Erde, wird eine neue Erde schaffen, wo nun die Menschen leben werden, die ihn hier angenommen haben, die ihm hier ihr Herz gegeben haben, die hier mit Jesus in Verbindung eingegangen sind, die Gottes Kinder sind. Und deswegen sprechen wir heute Abend darüber, damit jeder von uns die Chance hat, dabei zu sein. Damit auch wir ein Ja dazu sagen, zu dem, was Gott uns anbietet, für die Erlösung, die Jesus uns anbietet. Dass auch wir, wenn Jesus wiederkommt, wenn der Stein kommt, dabei sein dürfen. Und so sicher, wie die fünf Reiche gekommen und gegangen sind und wir im fünften Reich noch leben, so sicher wird der Stein kommen. Und ich bin überzeugt, das wird bald geschehen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Die Zeichen der Zeit zeigen uns schon, dass es nicht mehr lange dauert. Deswegen, wir dürfen Vertrauen in die Zukunft haben. Wir wissen, dass mit einem Crash, mit einem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems und was auch alles kommen könnte und wird auch noch, dass es damit nicht aus sein wird. Wir wissen, das Chaos wird zunehmen, bevor Jesus wiederkommt. Es wird sogar so schlimm zunehmen, sagt Jesus in Lukas 21, dass die Menschen vergehen werden, vor Angst, vor den Dingen, die da kommen werden. Aber wir müssen keine Angst haben. Warum nicht? Wir dürfen Vertrauen haben in die Zukunft, weil wir wissen, Jesus kommt. Wenn diese Welt zu Ende gehen wird, dann wird sie zu Ende gehen, nicht durch einen Atomcrash, sondern durch Jesu Wiederkunft. Dass er kommt, um seine Kinder nach Hause zu holen in sein Reich. Und ich lade sie ein, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen. Dass sie in ihrem Herzen Ja sagen zu Jesus, zu seiner Erlösung. Dass sie ihm ihr Leben übergeben. Wie kann ich das tun? Indem ich im Gebet mein Leben ihm gebe. Indem ich ihm sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich danke dir, dass du meine Sünde am Kreuz getragen hast. Ich bitte dich, vergib du mir meine Schuld, meine Sünde. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte, dass du in meinem Leben den ersten Platz einnimmst. Das können wir ganz einfach beten zu Jesus. Und er nimmt unser Gebet an. Und wenn wir das beten, wenn wir von ganzem Herzen ihm unser Leben geben, dann sind wir Gottes Kinder. Dann werden wir dabei sein dürfen, wenn er kommt. Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Er hat gewusst, was kommen wird. Er hat es vorausgesagt, was kommen wird. Es ist genau eingetreten. Und es wird nur eintreten, was kommt. Und er möchte auch der Herr meiner Geschichte sein. Der Herr
deiner Geschichte sein. Er möchte dich führen und dich ins ewige Leben führen. Ich lade Sie ein, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Großer, allmächtiger Gott, Herr Jesus Christus, wir beten dich an, wir loben und preisen dich, wir danken dir, dass du dich in der Bibel, in deinem Wort offenbart hast, dass du die ganze Weltgeschichte vorausgesagt hast und dass wir erkennen und sehen können, dass sich alles genau erfüllt hat, was du gesagt hast. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass was in der Zukunft kommen wird und dass das Schönste, was kommen wird, deine Wiederkunft sein wird, Herr Jesus, wenn du Gottes Reich aufrichten wirst. Herr Jesus, hilf, dass wir auch alle dabei sein dürfen. Hab Dank, dass du für uns gestorben bist, dass du unsere Sünde am Kreuz getragen hast. Herr Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, die wir heute Abend hier sind und jeden, der dieses Video anschaut, dass du an seinem Herzen wirkst, dass er ein ganzes Ja zu dir sagen kann, dass er von ganzem Herzen dir sein Leben übergeben kann und dass er als dein Kind nach Hause gehen darf, in dein Reich, wenn du kommst. Jesus, wir bitten dich, komm doch bald. Mach bald mit der Sünde, mit dem Elend, mit dieser Welt ein Ende, dass wir bald in der ewigen Heimat bei dir sein dürfen. Und hilf, dass wir noch viele Menschen von dieser Botschaft weitersagen können, dass auch sie dabei sein dürfen, wenn du kommst. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen.